Willkommen bei Corpus Motum, mein Name ist Dürr Sundinger und heute nehmen wir euch einmal mit ein bisschen hinter die Kulissen. Ich fahre jetzt gleich zum Patrick nach Funkenstein, da werden wir ein paar Videos drehen und wir zeigen euch heute einmal, wie so ein Drehtag bei uns ausschaut. Viel Spaß dabei! Und schon sind wir in Finkenstein. Von Patrick müssen wir noch kurz ein Minuten warten. Ich erzähle euch jetzt schon einmal, was wir machen werden heute. Wir filmen einmal für unseren YouTube-Channel wieder ein paar Übungsvideos. Da haben wir ein paar Videoideen wieder. Und außerdem machen wir für Facebook das jetzt neue. Wir machen so kurze 1-Minuten-Videos. Da werdet ihr nachher direkt immer mitmachen können. Das heißt, man schaltet das Video ein, schaut sich das Video an, macht natürlich auch gleich direkt mit, sonst bringt es nichts. Und dann in dieser Minute macht der Patrick quasi eine komplette Übung durch und dann hat man schon wieder etwas für einen Arbeitstag gemacht. Der Patrick weiß jetzt übrigens noch nicht, dass wir mitfilmen. Das heißt, wir werden ihn ein bisschen überraschen und einmal seine Reaktion filmen. Was wir noch zusätzlich machen, also wir machen einmal für unseren eigenen YouTube-Channel ein paar Videos, dann machen wir für Facebook noch so kurze 1-Minuten-Videos und dann machen wir noch einen Gastbeitrag für Hockeyfy, das ist eine Karriereplattform und für den machen wir einen Beitrag, auf was Job-Einsteiger achten müssen, wenn sie jetzt natürlich die ganze Zeit umsitzen und der Patrick gibt da ein paar Tipps und da werden wir unter anderem den Sitzball ansprechen und da hinten haben wir auch noch so ein Kissen und da werdet ihr nochmal später dazu hören, was der Patrick da dazu sagt, für was man das braucht. Der Patrick wird jetzt gleich kommen und wenn er dann da ist, dann werden wir ihn ein bisschen überraschen und ihn nachher in Empfang nehmen. Bis gleich. So, jetzt können wir den Patrick auch begrüßen. Servus Patrick. Hallo. Willkommen auf dem YouTube-Channel von Corpus Motum. Servus, grüß euch. Wir haben gesagt, wir machen heute einmal einen Behind-the-Scenes-Tag und wir nehmen Sie mit, wie das ausschaut, wenn wir ein bisschen ein paar Videos drehen. Bist du der von Corpus Motum? Ja, genau. Und dann sehen wir uns gleich oben. Jetzt holen wir noch das Video-Equipment von Auto und nachher schauen wir uns einmal, wie das so ausschaut, wenn wir aufbauen. Hast du noch einen abschließenden Kommentar? Ich muss mich dann noch stylen. Da sind wir ganz eitel. Ja. Was mit der Bräunungscreme? Ist die auch noch? Die haben wir auch noch oben, genau. Also unsere Make-up-Artist, die warten oben. Ja, der Tobi hat es ja schon gesagt, wir sind jetzt dann wieder vor der Praxis und vor unseren Drehlocations. Ja, und dann. Und kommentiert es nachher, wenn wir die Videos hochladen, die anderen, also nicht das, sondern die anderen, wie perfekt Patrick seine Haare sitzen, weil da wird das jetzt noch besonders Mühe geben und da werden wir dann nochmal zuschauen, wie das ausschaut. Was machen wir für ein Video? Das steht auf unserem Videoplan. Passt super. Plan. Dann bis gleich. Zweites Obergeschoss. Wir haben einen selbstgemachten Mistregel. Das hat der Maxi gemacht. Und da wird der Tobi das nächste Mal. Eben, das war die Idee von mir. Das war überhaupt die Idee von mir. Mhm. Der Tobi wird das nächste Mal eben diesen Mistregel für euch machen. Das ist wirklich gut. Ganz kräfteaufbauender, traditionell chinesisch-medizinischer Müsli-Riegel. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr den super Müsli-Riegel haben wollt. Mhm. Die müssen jetzt einmal aus dem Lift rausholen, dass wir wieder hinunterfahren. Jetzt sind wir beim Patrick in der Praxis, im Forum. Da heißt jetzt noch immer Hauspatschen anziehen, da ist Hauspatschenpflicht. Mhm. Und das Coole beim Patrick ist immer, er hat so richtig kleine Batschen. Also normalerweise habe ich so 43 und beim Patrick kriege ich Schuhgröße 38 bei den Batschen. Aber die werden irgendwie von Mal zu Mal kleiner, die Batschen. Boah. Und wenn irgendeine Idee hat für super tolle Hausbatschen, also bitte in die Kommentare unten reinschreiben. Ich hätte gerne einen richtig guten. Wo muss ich denn reinschauen? Ins Fischauge. Ins Fischauge? Na. Nimm nur die Kamera, weil ich ein paar Patschen suche. Okay. Also ich brauche bitte. Das ist ja der eine bei der Kamera das letzte Mal gehabt. Der hat auch neben die Kamera geschaut. Also ich bräuchte bitte richtig einen guten Tipp für gute Hauspatschen für meine Gäste und Patienten da in der Praxis. Wenn einer wirklich eine Idee hat für etwas Originelles, bitte in die Kommentare runterschreiben. Danke. Jetzt nehme ich wieder die Kamera. Werden wir mal schauen, wie das dann ausschaut, wie der Patrick das gehalten hat.
Da sind wir jetzt beim Patrick einmal im Turnsaal. Leider kann man da nie Videos drehen, weil das halt einfach so. Herr Patrick würde gerne immer da die Videos drehen, aber ist ein bisschen blöd mit den Hallen nachher. Versteht's nichts mehr bei den Videos. Schreibt es bitte mal in die Kommentare rein, ob es wirklich halt. Es halt ziemlich. Also die Kommentare, jetzt werden sie schon übersät sein, was die Leute alles da hineinschreiben müssen. Und wer jetzt noch schaut, gell? Okay, und jetzt gehen wir zum Richtigen. Jetzt drehen wir mal, jetzt bauen wir mal das ganze Equipment auf. Jetzt müssen wir mal zuerst hoffen, dass da mal die Türe schon aufgesperrt ist. Na, muss der Meister erst kommen. Übrigens, der Müsli-Riegel ist richtig, richtig gut. Regnet oder nicht so gut? Wohl. Das ist eine Mischung zwischen Müsli-Riegel und Kuchen. So, und den Raum da, den kennt ihr eigentlich schon ziemlich gut. Da sind schon diverse Livestreams und YouTube-Videos und alles, was wir halt so gemacht haben, entstanden. Mandeln. Also Sonnen, Datteln sind drinnen. Den Rest sagt euch noch der Tobias beim nächsten Mal, wenn er den, die Müsli-Riegel macht. Ja, wenn ihr es überhaupt wollt, das müsst ihr hineinschreiben. Was kann der Müsli-Riegel noch einmal? Nieren, Leber, Qi stärkend und müsst ihr unten reinschauen, gell? Du? Ja. Das sagt euch der Tobias beim nächsten Mal. Wenn ihr es wollt. So, wir besprechen jetzt einmal die Video denn kurz einmal durch und dann zu Patrick sein Styling melden wir uns wieder zurück. Bis gleich. So, der Patrick hat sich gerade gestylt und ich finde meinen Korken nicht. Und er hat seinen Korken unten im Auto vergessen, dass er deutlich in den Videos spricht, hat er jetzt einen Radiergummi, was eigentlich ziemlich grausig ist, im Mund genommen. Aber für die Zuschauer macht er alles. Es ist ziemlich grausig, aber wir werden versuchen, meine Sprechkünste zu verbessern. Es tut mir leid, wenn die nicht immer so gut sind. Werden wir mal schauen nachher in die Videos, ob es was geholfen hat. Wir müssen jetzt gleich den Location wechseln, weil wir gehen jetzt zuerst in Forum hinaus. Da werden wir jetzt das Video für Hockeyfy machen. Das ist eher für ein jüngeres Zielpublikum, das sind Leute, die jetzt ihren ersten Job haben und für die werden wir jetzt einmal ein Video machen, natürlich auch für alle anderen, welche Sitzmöglichkeiten es so gibt und ob der Sitzball, der ist da hinten, ob das wirklich gescheit ist, wenn man immer auf den oben sitzt. Und das werden wir uns jetzt einmal anschauen und der Patrick hat gerade seinen Korkenzieher gegen einen Stöpsel gewechselt. Ja. Passt, dann sehen wir uns gleich draußen. Bis später. So, jetzt starten wir gleich. Ich muss jetzt den Ton checken. Da haben wir jetzt ein eigenes Mikrofon mit einem externen Aufnahmegerät. Da sind nachher noch Kopfhörer dabei, dass man mal hört, wie sich das anhört. Das müssen wir nachher noch ein bisschen den Pegel einstellen, dass der perfekt passt. Das haben wir am Anfang alles nicht gehabt. Und nachher war der Ton immer ziemlich schlecht oder bescheiden, je nachdem, wie man es ausdrücken mag. Da ist die Kamera. Da müssen wir jetzt auch schauen, dass wir den Patrick richtig hinaufbekommen, richtig in Szene setzen. Jetzt müssen wir ihn einmal scharf stellen. Dann, da sagt der Patrick noch meistens, ich bin eh schon scharf. Hat sich ja ziemlich in seine Unterlagen schon versunken, was wir jetzt im Video machen werden. Und oder in was auch immer. Und jetzt schauen wir noch an, was herauskommen wird. Hallo? Hallo und willkommen bei Hockeyfy. Ich bin Patrick Rudolfer, Physiotherapeut und Coach von Corpus Motum. So, Drehtag ist vorbei. Ich hoffe, ihr habt einmal ein bisschen einen kleinen Einblick gekriegt, wie sowas ausschaut, wenn wir das machen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr sowas gern öfter hättet. Und wenn das Feedback positiv ist, dann werden wir schauen, dass wir ein bisschen öfter
so mitfilmen, wie so der Alltag ausschaut. Was ich jetzt euch gleich sagen kann, was die nächsten Videos so sein werden, wir machen einmal die Videos, die wir so gedreht haben, die werden kommen, und nachher mit einer Firma, wo wir jetzt eine Zusammenarbeit gehabt haben, beziehungsweise noch immer haben, mit denen machen wir jetzt ein Video, und jetzt muss ich schauen, dass ich noch im Licht bleibe, und da wird noch ein bisschen ein kleiner Zusammenschnitt kommen, damit ihr auch einmal seht, wie das ausschaut, wenn wir in einer Firma sind und da ein bisschen einen kleinen Einblick bekommt. Passt, wünsche euch noch einen schönen Tag, und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Channel, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Pfiat euch!